Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Guild Wars. Also Let's Play Guild Wars Together. Letztes Mal haben wir die erste Mission in Ascalon erledigt. Das war der große Nordwall. Heute geht's irgendwann weiter mit Fordranik. Zuerst kümmern wir uns aber um unsere Fertigkeiten, also um unsere Skills. Das heißt, wir gehen mal nach Ascalon. Dort werden wir uns nämlich nicht nur unsere Skills, sondern auch etwas anderes noch kaufen. Wie man sieht, die Stadt Ascalon ist natürlich komplett zerstört. Ich habe übrigens versprochen, dass diese Folge, also dass bei dieser Folge natürlich die anderen vier auch mitsprechen werden. Das werden sie auch. Allerdings habe ich etwas früher angefangen, um meine Skills zusammenzusuchen und noch mein Bankfach freizukaufen und ja, generell noch kurz etwas zu erklären. Also, wichtig ist, hier bei den Thronen gibt es eine Xunlei-Agentin, eine Lagerverwalterin. Da muss man 50 Goldstücke zahlen, damit man auf sein Lager zugreifen kann. Das machen wir gleich mal. Und dann schauen wir uns unsere Truhe an. Und da ist schon was drinnen. Wie kommt denn das? Das kommt daher, weil alle Charaktere von einem Account greifen auf die gleichen Truhen zu. Das heißt, wir werden gleich mal das ganze Geld abheben. Ah, plündern. Ich habe das natürlich vorher deponiert, sonst würde ich es nicht abheben können. Die werden wir noch drinnen lassen, die brauchen wir vielleicht später. Oh, den nehmen wir mal mit. Inventory. Den nehmen wir hierher. So, den können wir. Die Sachen hier brauchen wir dann später, um Rüstungen zu bauen. Wie das geht, erkläre ich irgendwann mal. Das können wir verkaufen, das können wir auch verkaufen. Den Anfängerbogen werden wir auch verkaufen. Gut, jetzt gehen wir mal verkaufen. Also, die Sachen, die ich in so einer Truhe liegen hatte, sind hauptsächlich Sachen, um neue Rüstungen zu bauen. Das sehen wir aber noch etwas später, weil das dauert noch. Das kostet relativ viel und wir brauchen viele Materialien. Und zuerst mal Sachen verkaufen. Und zwar die Prunkhalsketten brauchen wir nicht. Das Chitinfragment, Rückenpanzer, Feindhammer, Gargoyle-Schädel, Anfängerbogen können wir nicht verkaufen, denn das ist nämlich unzerstörbar. Deswegen werden wir ihn einfach in die Mülltonne hauen. Gut. Jetzt haben wir da einen Kurzbogen, der nicht identifiziert ist. Der hat 6 bis 9 und halt eine Eigenschaft, die natürlich erst wirksam wird, wenn wir ihn identifizieren. Wir können ihn vorher auch schon anlegen. Allerdings ist er, wie gesagt, genau gleich gut. Ja, um zu identifizieren, braucht man ein Identifikationswerkzeug. Wie viel haben wir? 300. Wir kaufen eins. Wir brauchen es sowieso dann irgendwann mal. Dann wenden wir das. Wie geht das jetzt hier? Ah, doppelklicken. Und dann identifizieren wir unseren Kurzbogen. Okay. Und der hat als neues Attribut einen erhöhten Verkaufswert. Und da er genauso viel Schaden macht wie mein Alter, werde ich dann natürlich verscherbeln. Man sieht. Der wäre normalerweise, wäre glaube ich, 5 Gold wert gewesen und jetzt ist er 65 Gold wert, also gleich weg damit. Gut, dann haben wir fast Gewinn gemacht schon mit dem Ding. Jetzt geht's weiter. Wo ist mein Trainer hier? Irgendwo gibt es ja einen Typen, der mir Skills verkaufen kann oder freischalten kann. Ich muss den erst suchen. Inzwischen geben wir unsere Attributspunkte wieder aus. Wir sind ja aufgestiegen und haben die Punkte noch nicht verbraucht. Das heißt, wir haben jetzt 8 Punkte, die quasi brach liegen. Wir werden da. Den lassen wir noch. Den machen wir mal auf 2. Den auf jeden Fall auf 4. Und wir können auch hier unsere Skills verschieben. Ich glaube, das habe ich letztes Mal auch schon hergezeigt. So, vielleicht. Fertigkeiten. Kann der mir helfen? Ah, okay, sehr gut. Das ist der Typ, den ich gesucht habe. Hier kann man Fertigkeiten kaufen. Die bekannt sind, sind natürlich schon grau. Brauchen wir natürlich nicht mehr. Was werden wir? Vor allem brauchen wir, das ist. Ja, nehmen wir das mal. Das können wir auf jeden Fall brauchen. Übrigens, wenn hier steht freigeschaltet, dann hat man den Skill auf einem anderen Charakter schon freigeschaltet. Das heißt, man kann ihn für PvP-Charaktere verwenden. Sollte das noch nicht dort stehen, können PvP-Charaktere diese Skills natürlich nicht verwenden.
Das heißt, Doppelschuss und Brandpfeile sind natürlich bei mir schon freigeschalten, weil es ein anderer Charakter gekauft hat. Windlesen noch nicht, den hat natürlich noch niemand. Gut, und die kosten jeweils, glaube ich, 50 Gold, also einen Fertigkeitspunkt und 50 Gold. Ich frage mich, wie viel Fertigkeitspunkte ich momentan habe. Steht das irgendwo hier? Ha, ich habe vergessen, wo ich das sehen kann. Hahaha, das ist natürlich nicht gut. Sollten aber zumindest die beiden hier kaufen können. Und brauchen wir sonst noch was? Ja, wir sollten Windlesen vielleicht auch versuchen. Ja, machen wir das mal. Kostet sogar 70 Gold. Und man sieht ja, wenn man Fertigkeiten freischaltet, kommt hier ein kleines Fenster, wie man es sieht. So, und den Kurzdistanzschuss, oder? Gegner. Das brauchen wir auch nicht. Ja, das, die Messmer-Sprüche schauen wir uns eher später nochmal an. Wir haben jetzt hier genug Geld einmal ausgegeben. Aha, wir haben nur mehr 128. Das ist natürlich nicht so gut. Gehen zurück zu der Truhe. Und unsere. Ja, wir könnten gleich ein neues Werkzeug kaufen. Machen wir auch gleich, nachdem wir noch genug Geld haben. So, wir kaufen nämlich ein Wiederverwertungswerkzeug. Taschen kaufen wir später irgendwann nochmal. Die brauchen wir vorerst, glaube ich, noch nicht so wirklich dringend. Wenn ich die Tasche voll habe, dann lasse ich halt einige Sachen liegen. Das ist nicht so tragisch. Dann schauen wir in die Truhe rein. Oder gleich in die. So, Inventory. Dann das Identifikationswerkzeug lassen wir mal weg. Das lassen wir mal hier. Oh, nein, wir haben noch andere Sachen, die nicht identifiziert sind. Das hier. Und, sogar ein lederner Gegenstand. Okay, dann identifizieren wir die mal. Okay, das war nicht so wirklich wert. Okay. Die verkaufen wir dann alle. Gut. Jetzt lassen wir es aber wirklich hier liegen. Und werden die alle, die Rüstungen hier wiederverwerten. Da bekommen wir dann Materialien raus, die wir dringend brauchen werden. So. Genau. Alles die können wir alle verwenden. Das hier sind schon so Materialien, die drei Scharfelle, die man zum Aufwerten von Gegenständen oder zum Rüstungsschmieden brauchen kann. Okay, und hier kommt ein Gerbfellquadrat raus. Ja, das war jetzt ein Eisenbahn. Das war noch ein Gerbfellquadrat und so weiter halt. Ich mach das jetzt gleich mal schnell. Ups. Und das ist ein Tuchballen. Juhu. So, das war's. Die heben wir uns natürlich alle auf. Die brauchen wir später noch. Und den heben wir uns auch auf. Da sind zwar nur mehr 13 Nutzungen drin, aber ist egal. Dann verkaufen wir beim Kaufmann wieder. Ups, ich drücke immer die falsche Taste. Die vierte können wir sowieso nicht verwenden. Also verkaufen wir sie gleich. Wir brauchen die Kohle ja sowieso. Und wir haben schon halbwegs Gewinn gemacht. Dann werde ich noch kurz herzeigen, wie das mit den Söldnern funktioniert. Und zwar hier, habe ich schon letztes Mal hergezeigt, stehen bei der Mission stehen die vier Söldner hier. Und die kann man markieren und einfach auf Plus drücken und sie sind in einer eigenen Party. Sehr gut, ich nehme die zwei gleich mal mit. Und dann machen wir kurz den Quest, die Nachricht des Königs. Die Nachricht des Königs ist nicht wirklich ein richtig toll schwerer Quest. Aber wir schauen uns das kurz an, wie das funktioniert. Ja, wir müssen hier vorgehen zu einem kurzen, zu einem kleinen Lager. Ein, zwei Gegner kommen natürlich währenddessen. Oh, ja, die Skills habe ich noch nicht wirklich in die Leiste gezogen. Der ist natürlich jetzt im Blockmodus, das heißt, er nimmt nicht viel Schaden, der Linke. Ja, das war's schon, glaube ich, mit den Gegnern. Ich habe übrigens nur jetzt drei Partymitglieder mitgenommen, weil ich nicht mehr brauche. Also ein Krieger und ein Heiler
ist quasi als Waldläufer oder als anderer Zauberer immer notwendig, weil man selbst im Nahkampf nicht wirklich gut aufgestellt ist und heilen auch nicht besonders gut kann. Ja, das brauchen wir nicht. Wo kann ich denn hier den Quest abgeben? Ah, muss ich hier sein. Ah ja, hier. So, das war's schon. Wir gehen zurück nach Ascalon. Ah, wir gehen zurück nach Fadranik.